So, was ich jetzt noch ganz kurz machen möchte, ist noch einen alternativen Ansatz für Max-Flow-Problem. Wir haben uns das angeguckt, Suche nach erweiternden Wegen. Und das, was dieses andere Prinzip, also erstmal irgendwie reinschieben und gucken, was dann passiert, ist der sogenannte Pre-Flow-Push-Ansatz. Bei diesem Ansatz arbeiten wir die ganze Laufzeit des Algorithmus über mit einem echten Fluss, wo diese beiden Flussbedingungen gelten, nämlich einmal, dass ich die Kantenkapazitäten nicht überschreite und das Inflow gleich Outflow ist an jedem Knoten. Und das ist bei diesem Pre-Flow-Push-Algorithmus anders. Ich schiebe da erstmal rein, habe dann quasi einen gewissen Überschuss an gewissen Punkten und das gleiche ich halt durch eine gewisse Technik wieder aus. Prinzipiell haben nämlich diese Augmenting-Pass-Ansätze gewisse Nachteile. Wenn ich das mit diesem Markierungsalgorithmus bearbeiten würde, ja, dann suche ich einen erweiternden Weg. Der erste, der geht dann irgendwie hier rüber. Und der zweite geht dann hier rüber und so weiter. Und die Grundidee jetzt bei diesem Pre-Flow-Push-Ansatz ist, dass ich sage, so, schiebe erstmal hier rein und führe jetzt quasi zusätzlich so Markierungen an diesen Knoten ein. Nämlich einmal einen Abstand, Abstand D zur Senke. Also irgendwie eine Zahl, die ich mir an jedem Knoten speichere. Und das zweite ist irgendwie so ein Überschuss. Beispielsweise, wenn ich hier 15 reinstecke und nichts rausgebe, dann hätte ich irgendwie als Überschuss 15. So, und der geht jetzt so phasenweise vor. Ich schiebe das hier rein und dann suche ich mir im nächsten Schritt einen Knoten aus, wo halt ein gewisses Ungleichgewicht, also ein Überschuss größer 0 vorhanden ist, versuche diesen Überschuss dann abzubauen über Kanten, die noch Restkapazität haben. Also im zweiten Schritt könnte ich dann probieren, naja, von diesen 15 kann ich aber 12 hier rüberschieben. Verringert sich der Überschuss auf 3. Hier entsteht ein Überschuss von 12. Jetzt habe ich immer noch 2 Knoten. Könnte ich die beispielsweise hier runter abbauen? Oder ich könnte auch sagen, naja, diesen Überschuss 3 hat halt nicht funktioniert, werde ich hier an dieser Stelle nicht mehr los, also schiebe ich sie wieder zurück. Und genau das ist die Idee von diesem Pre-Flow-Push-Ansatz. Also irgendwie, ich pushe da was rein und gucke dann, dass ich das später erstmal in Richtung Senke abbaue. Und wenn mir das nicht gelingt, dann muss ich das Ganze irgendwie so steuern, dass der Überschuss, der dann noch vorhanden ist, und wenn hier hinten nichts mehr ankommt, dass ich das dann wieder zurückgebe. Ich muss ja irgendwie steuern. Beispielsweise bei dem Knoten hier habe ich ja skizziert, da kann ich den Überschuss in die eine Richtung abgeben oder in die andere Richtung. Also ich versuche das irgendwie möglichst in Richtung der Senke abzugeben. Ja, und wenn dann irgendwann hier hinten diese Kanten vollständig ausgelastet sind, dann muss ich diese Abstände hier so modifizieren, dass der Überschuss, der dann entsteht, quasi wieder in Richtung Senke zurückfließt. Ja, man kann sich das irgendwie so vorstellen. Legen Sie mal dieses Netzwerk auf die Seite. Hier sind jetzt irgendwie so ein paar Knoten angebracht. Hier ist das T, hier ist das S. Ich pumpe jetzt was hier rein. Das bewirkt, dass dieser Knoten quasi nach oben wandert. Was wird Flüssigkeit machen? Die wird irgendwie runterfließen. So, der Überschuss drückt sich sozusagen in der Höhe aus von diesen Knoten. Ja, und das geht irgendwie in Richtung des kürzesten Weges zu diesem T. Dann kommt hier Überschuss an, dann geht der Knoten auch nach oben. Er versucht auch wieder irgendwo zu fließen. So, und wenn das Ding hier hinten quasi gesättigt ist, wenn ich hier keinen Fluss mehr drüber bekomme, ja, dann muss ich irgendwie dafür sorgen, dass es nicht in diese Richtung fließt, sondern wieder in diese Richtung. Und das mache ich genau mit diesen Abstandsmarkierungen. Dann brauchen wir ein paar Begriffe. Man redet halt, nicht umsonst heißt der halt Pre-Flow-Push-Algorithmus von einem sogenannten Pre-Flow. Das heißt, dass ich einmal die Kapazität berücksichtige, dass also, wenn ich eine Kante habe, der Fluss auf dieser Kante oder über diese Kante niemals größer ist als die Kapazität. Und das, was in einen Knoten reinfließt, sozusagen der Inflow, ist immer größer als der Outflow. Das heißt, es gibt immer einen Überschuss, der größer oder gleich 0 ist. Im Falle eines Flusses ist der Überschuss halt gleich 0. Ja, und diesen Überschuss, den habe ich jetzt hier mit E und F bezeichnet. Also zu einem bestehenden Fluss F, ja, ist das einfach die Differenz zwischen dem, was reinfließt in einen Knoten und dem, was wieder rausfließt. Was hatte ich hier eben? Ich habe irgendwie 15 hier reingesteckt, 12 gehen raus, dann habe ich immer noch einen Überschuss von 3. Ich gucke mal an, was geht rein, was geht raus. So, und wenn ich jetzt so einen Preflow habe, dann kann ich den Begriff des Restnetzwerkes, den wir das letzte Mal hatten, genauso definieren, wie wir das auch in dem Fall des Netzwerkes hatten. Also ich schreibe jetzt einfach mal so ein Pre-Flow dran. Genau, das passt gar nicht. Ne? Also da habe ich schon mal irgendwie Unsinn gemacht hier. Da dürfen wir jetzt an diesen Stellen, dürfen wir diese Balance verletzen. Das ist jetzt genau der Begriff des Pre-Flows. Da geht nichts drüber, da gehen 2 drüber, da geht einer drüber und da gehen auch 2 drüber. Wie sieht der Überschuss hier aus? In dem Knoten 1, der ist 1, ne? E von 1, das unten F lasse ich jetzt weg, das kann ich nicht hinschreiben. Wie sieht das in Knoten 3 aus? 8 gehen rein, 2 gehen raus, also 6. Und wie sieht das hier aus? Einer geht rein, nochmal 2 gehen rein, 2 gehen raus, also 1. Ne? Und hier oben 2 gehen rein, 2 gehen raus, E von 2 ist gleich 0. Habe ich mich verzählt? Jo, habe ich mich verzählt. Den habe ich übersehen. So, ne? So, wie sieht das aus? Welche Kanten haben wir jetzt hier noch als Vorwärtskanten drin? Diese Kante, ne? Mit einer 1, die Kante mit einer 2, die Kante mit einer 1, die Kante mit einer 4,
die auch nicht, mehr nicht, ne? Und rückwärts hätten wir diese, diese, diese. So, das wären irgendwie die Rückwärtskanten. Ich habe eine Kante vergessen, das ist diese. Ja, aus dieser einen Kante hier werden jetzt zwei, weil ich habe noch eine Restkapazität von 1, die ich hier hinschicken könnte, und einen kann ich auch wieder zurückgeben. Jetzt müssen wir noch gucken, diesen Abstandsbegriff, was ich sagte, diese Abstandsmarkierung, um irgendwie die Entfernung zur Senke zu messen. Da kann man so eine Funktion d einführen als Abstandsmarkierung. Und zwar fange ich damit an, dass ich sage, die Quelle, das s, bekommt den Wert n, die Senke kriegt den Wert 0 und für alle Kanten VW sage ich, die Abstandsmarkierung des Anfangspunktes muss kleiner sein oder kleiner gleich sein als der Endpunkt plus 1 obendrauf. Das heißt, der ist sozusagen um mindestens einen weiter entfernt zur Senke. Ja, also wenn ich hier beispielsweise von hier zur Senke gehe, ja, und über diesen Weg gehen möchte, dann sagt diese Aussage, ja, dass wenn ich diese Kante benutze, dass die Abstandsmarkierung von diesem Knoten um 1 größer sein muss als irgendwie ganz natürlich, weil ich ja eine Kante mehr laufe. Potenziell könnte es noch andere Wege geben, aber das sagt sozusagen etwas aus, ob ich diese Kante hier irgendwie benutzen kann oder nicht. Und es wird dann später in dem Algorithmus so sein, wenn das dv, also für einen Knoten, kleiner ist als n, dann ist dv eine untere Schranke für den Abstand von v zur Senke t. Also das Ding, das wird irgendwie anwachsen. Wenn wir erkennen, oh Mensch, da komme ich aber nicht mehr zur Senke hin, ja, dann wird das Ding ansteigen und wird uns dann dafür, oder der Algorithmus wird dann dafür sorgen, dass wir quasi zur Quelle zurückgehen. Das ist genau dann der Fall, wenn dv größer gleich n ist. Ja, dann ist dv minus n eine untere Schranke für Abstand von s nach v. Tritt immer dann ein, wenn es keinen Weg von V nach T mehr gibt. So, und jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wann ich denn tatsächlich so eine Kante benutzen will. Also wenn ich jetzt so einen Überschuss habe in so einem Knoten, dann muss ich ja irgendwann sagen, so, ich möchte jetzt den Überschuss über eine Kante abgeben. Dafür verwendet man den Begriff einer benutzbaren Kante, benutzbar bezüglich dieser Abstandsmarkierung. N als Flussnetzwerk, F als der Preflow, wir haben unser Restnetzwerk. Ja, und eine Kante VW, die können wir genau dann benutzen, wenn es einmal eine Kante in dem Restnetzwerk ist, also entweder Vorwärts- oder Rückwärtskante. Und wenn genau hier diese Gleichheit gilt, dass der Abstand von dem Knoten V genau um 1 größer ist als der Abstand von dem Knoten W. Ich gehe dann über die Kante von V zum Knoten W, wenn die Abstände sich um genau 1 unterscheiden. So, und dieser Algorithmus arbeitet mit zwei Operationen. Einmal mit einer Push-Operation, die versucht also Fluss in das Netzwerk reinzuschieben. Die Push-Operation von V nach W erhöht den Fluss VW und verringert den Fluss in der Gegenrichtung und verändert entsprechend die Überschüsse. Und wenn ein Fluss oder die Kapazität vollständig ausnutzt, dann nennen wir ihn sättigend und sonst nicht sättigend. Und die zweite Operation ist die sogenannte Relabel-Operation. Die verändert genau diesen Abstandsbegriff. Kommt genau dann zum Tragen, wenn wir halt keine Kante mehr finden, über die wir Fluss abgeben können. Ja, also wenn wir irgendwie sozusagen Überschuss angehäuft haben, den aber nicht mehr an nachfolgende Knoten abgeben können, dann wird sozusagen genau diese Relabel-Operation eingesetzt. Und der Algorithmus sieht dann irgendwie so aus. Wir bestimmen eine initiale Abstandsmarkierung. Die könnte beispielsweise durchaus sein, also irgendwie für alle Knoten 0, nur für die Quelle n. Dann initialisieren wir den Fluss auf allen Kanten und an dieser Stelle schieben wir sozusagen maximale Kapazität über die von s ausgehenden Kanten. Knoten mit einem positiven Überschuss, die nennen wir aktive Knoten. Solange es also noch Knoten mit Überschuss gibt, wählen wir uns einen solchen aus und wenden auf den diese Operation Push-Relabel an. Die guckt sich an, gibt es denn noch eine Kante, die uns näher zur Quelle hinbringt, zur Senke, Entschuldigung. Wenn das der Fall ist, dann führen wir einen Push aus. Dann gucken wir uns nämlich an, das Minimum aus der Restkapazität. Also wenn ich jetzt eine Kante habe, habe da schon einen Fluss drüber, habe eine Kapazität, ja, dann gibt es eine gewisse Differenz, das ist genau das Ding. Beziehungsweise Minimum aus dieser Restkapazität und dem Überschuss in dem Knoten. Ja, das ist irgendwie das Delta und das addiere ich dann auf den bestehenden Fluss drauf und modifiziere entsprechend die Überschüsse an den beiden Knoten, Anfang der Kante und am Ende der Kante. Und wenn es keine benutzbare Kante mehr gibt, dann verändere ich die Abstandsmarkierung und sorge dafür, dass es mindestens wieder eine benutzbare Kante gibt. Die wählt nämlich diese neue Abstandsmarkierung gerade so. Ich gucke mir jetzt alle Kanten an, setze die genau auf dieses dw plus 1. Das heißt, dadurch entsteht genau eine benutzbare Kante. So eine initiale Abstandsmarkierung ist unklar, wie ich meine Knoten auswähle. So, und jetzt gucken wir uns erstmal irgendwie so ein Beispiel an. Vorschlag für so eine initiale Abstandsmarkierung kann einmal das sein, was ich Ihnen eben hingeschrieben hatte, ds gleich n und dv gleich 0.
Alternativ kann man auch wählen, die Länge kürzester Wege bis zum Knoten T. Ich schreibe jetzt mal oben immer die Abstandsmarkierung rein und unten den Überschuss. So, Abstandsmarkierung wäre 1, 2, weil ich hier muss ich über zwei Kanten gehen, bis ich nach T komme. Hier über eine Kante, kürzester Weg. Hier auch 1, hier 2. Und S kriegt immer Anzahl der Knoten, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und der kriegt 0. Das ist irgendwie Abstandsmarkierung. Fangen wir einfach mal an, Fluss da reinzuschieben. Das heißt, wir würden jetzt im ersten Schritt 15 Einheiten hier rüber schieben, 4 Einheiten hier rüber schieben und würden dann hier einen Überschuss von 15 und hier einen Überschuss von 4 produzieren. Das ist sozusagen die Initialisierung des Algorithmus. So, und der eigentliche Algorithmus lautet jetzt, wir nehmen uns jetzt einen aktiven Knoten und gucken, ob wir den Überschuss abgeben. Aktive Knoten sind die mit einem Überschuss größer als 0. Das könnte jetzt beispielsweise sein dieser Knoten A. Der wird jetzt hernehmen, guckt sich an, gibt es eine benutzbare Kante? Das gibt es. Benutzbare Kante heißt, wir haben noch Kapazität zur Verfügung, 12 Einheiten Platz. Und die Abstandsmarkierung sagt, das Dingen gleich das Dingen plus 1 sein. Ja, wir gehen über eine Kante, um von dem Knoten zu dem Knoten. Dann könnten wir unseren Überschuss abgeben, würden wir dieses Minimum bestimmen. Differenz zwischen bestehendem Fluss und Kapazität. Das heißt, was würde ich hier eintragen, was könnte ich hier rüberschieben? 12, genau. Ja, weil es das Minimum ist zwischen der Restkapazität. 12. Was wird passieren? Der Überschuss hier wird sich auf 3 reduzieren. Und hier wird ein Überschuss von 12 entstehen. Also irgendwie A haben wir aus. Als nächstes können wir uns noch einen aktiven Knoten auswählen. Könnten jetzt beispielsweise C wählen. Ist ja nicht festgelegt. Was würde der machen? Auch eine benutzbare Kante entdecken, nämlich diese hier unten. Dann würde 4 Einheiten darüber schieben, als das Minimum von dem Überschuss und der Restkapazität hier, würde dann entsprechend hier auf 0 kommen. Der wäre danach nicht mehr aktiv. Hier hätten wir einen Überschuss von 4. Was haben wir noch an aktiven Knoten? D könnten wir jetzt beispielsweise wählen. Könnte die Kante von D nach A benutzt werden? Die kann aus genau dem Grunde nicht verwendet werden, weil diese Kante bezüglich dieser Abstandsmarkierung nicht benutzbar ist. Wenn ich eine Kante benutzen will, dann muss der Wert hier oben um 1 größer sein als der Wert hier. Das ist aber nicht der Fall. Ich kann nur diese Kante benutzen. Das heißt, wir würden hier 4 Einheiten drüber schieben und hier eine 0 hinschreiben. Von C nach A geht sowieso nicht, weil da keine Kante ist. Genau, also wenn jetzt hier beispielsweise eine Kante wäre, ginge nicht, weil die Abstandsmarkierung bei beiden identisch ist. So, wir könnten jetzt noch B als aktiven Knoten wählen. Da würden wir 7 drüber schieben. Hätten jetzt insgesamt schon 11, das wäre jetzt mal eine Flussstärke angehäuft. 12 waren da vorher, das heißt jetzt sind nur noch 5 da. Unser Algorithmus wählt jetzt nochmal B aus. Jetzt gucken wir uns nochmal genau an. Wähle einen aktiven Knoten V, das ist jetzt dieser Knoten B. Wir wenden diese Push-Relabel-Operation an. Existiert eine D-benutzbare Kante? Das ist nicht der Fall. Ich kann in Richtung dieser Abstandsmarkierung hier, 1, 0, die ist voll, nichts mehr drüber schicken. Die Kante kann ich nicht verwenden, weil da der Wert zu klein ist, beziehungsweise der hier zu groß, die 2. Ich muss diesen Teil hier unten anwenden, die Relabel-Operation. Wir setzen jetzt die Abstandsmarkierung neu für diesen Knoten. Und zwar gucken wir uns jetzt alle Kanten an in meinem Restnetzwerk und nehmen uns das Minimum raus und setzen noch einen drauf. Das heißt, in diesem Beispiel, jetzt male ich hier mal gestrichelt, das ist sozusagen die Rückwärtskante, die entstanden ist mit 12. Ja, und die ist als Vorwärtskante benutzbar, dieses Ding. Ja, die haben jetzt beide den gleichen Abstandsbegriff oder Abstandswert. Das heißt, auf was würden wir den jetzt hier setzen, den Abstandswert von dem Knoten B? Da steht jetzt drin, ich suche jetzt das Minimum von DC plus 1 und DA plus 1. Und das ist 3. DA, DC, beide 2. Also, hier kommt eine 3 hin. Der wird auf 3 gesetzt, muss ich rot machen. Und was ist jetzt entstanden? Wenn wir nämlich jetzt nochmal den Knoten B auswählen, der kann jetzt entweder hier was zurückschieben oder wir können hier was hinschieben. Also sagen wir so, der schiebt jetzt mal 3 hier hin. Es entsteht hier ein Überschuss von 3. Der baut sich um 2 ab, kommt auf 2. So, und jetzt könnten wir nochmal B auswählen. Was wird dann passieren? Dann wird er hier diese Rückwärtskante nehmen, die ja in unserem Restnetzwerk vorhanden ist, mit Kapazität 12. Die Kante könnte ich benutzen, weil hier haben wir die 3 stehen, hier haben wir die 2 stehen und würde 2 zurückschieben. Also hier eine 0 stehen, hier hätten wir eine 10 stehen und hier hätten wir wieder eine 5 stehen. Nach C weiter geht nicht, die ist voll, die Kante. Aktive Knoten sind jetzt noch A und C. Wählen wir wieder Knoten A aus beispielsweise. Der wird jetzt diesen Überschuss von 5 hernehmen. Könnte natürlich jetzt, hier in diese Richtung geht nicht. In diese Richtung geht auch noch nicht. Nee, der würde den relabeln. Also, wo war das denn? B, eben der zweite von B, der führt zu einem Relabel. Wenn wir jetzt nochmal A auswählen, der würde auch Relabel machen, also diese Abstandsmarkierung setzen auf was? Der würde dazu führen, dass D von A gleich 4 würde, weil sozusagen die minimale benutzbare Kante ist nach B hin. Würde den Überschuss hier nochmal wieder hinschieben. Irgendwann kommt es dann trotzdem später zurück. Ja, den Schritt lassen wir mal weg. Wir wählen jetzt mal hier rein zufällig das C aus.
C würde jetzt hernehmen den Überschuss von 3. Er könnte über diese Kante noch was hinschieben. Ja, hätten wir dann hier entsprechend eine 7. Hier wird eine 0 entstehen. 0, 7, 3. Ja, als nächstes würde beispielsweise dies D ausgewählt werden. Wir würden hier 0 auch 7 haben. Jetzt haben wir nur noch den Knoten hier. Genau. Trotzdem, den Überschuss, da würde A nochmal Relabel machen darauf, würde den hier hinschicken, den würden wir im nächsten Schritt aber wieder zurückschicken und den schaukeln sich hoch, bis der hier mindestens auf 7 kommt. Ja, und dann würden wir die 5 Einheiten hier wieder zurückschicken. Da würden wir also nochmal A ausgewählt, B ausgewählt, nochmal A, das sind aber alles Relabel-Operationen. Und dann kommt nochmal A mit dem Push. Es ist ganz schön aufwendig, es ist aber besser als der andere Algorithmus. Offene Fragen, initiale Abstandsmarkierung ist einmal die hatte ich eben schon genannt. Wenn ich mit der arbeite, dann muss ich öfters mal so eine Relabel-Operation machen. Alternativ kann man diese machen, exakte Abstandsmarkierung für den Knoten V wird dv als Abstand von V nach S initialisiert. T muss dahin. Ja, also die Länge eines kürzesten Weges mit uniformer Kantenlänge, das heißt Kantenlänge 1. Auswahl aktiver Knoten und benutzbarer Kanten. Verschiedenste Varianten von diesem Algorithmus sind vorgestellt worden. Das eine ist, dass ich mir die Knoten in so einer FIFO-Struktur merke. Dann komme ich auf einen V hoch 3 Algorithmus, also First In, First Out. Anderes Verfahren beispielsweise, sogenannte Highest Distance Verfahren mit Laufzeit V Quadrat, Wurzel E, ein bisschen günstiger als das andere. Da wählt man als aktiven Knoten denjenigen mit dem höchsten Abstand zur Senke hin. Und irgendwann stand da mal, ja, in der Theorie ganz gut, in der Praxis schlecht. Das ist aber das, was man durchaus implementieren kann. Und so schlecht ist das nicht.